Heute nehme ich meinen schönen Rucksack. Das sind die Stoffteile. Das ist das Innenfutter, das ist unten und oben ist das Stück 2 cm jeweils an jeder Seite ein bisschen breiter, ganz bewusst. Das falten wir uns jetzt zweimal und dann vernähen wir das einmal. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, legt ihr das einmal auf eure Teile, näht es oben an, schaut, dass da das Band nachher noch durchpasst. So sieht das aus, ist jetzt festgenäht. Jetzt legt ihr das Unterteil einmal rechts auf rechts, das heißt die schöne Seite auf die schöne Seite und vernäht es zusammen. Dann nehmt ihr euch einmal so eine Schlaufe, das habe ich einfach aus dem Rucksackband geschnitten. Dann vernäht ihr das oben, so sieht das aus. Wenn ihr das vernäht habt, dann legt ihr das alles aufeinander, näht einmal drumherum und zwar einmal hier oben, lasst ihr einmal auf, damit ihr das nachher auch schön wenden könnt. Und ja, hier näht ihr die letzte Naht noch, dann kommt das Band noch hinzu. Und das war's. So sieht es von innen aus. Und schon habt ihr einen Rucksack.